Das hier ist Fujifilms bisher beeindruckendste Kamera, sowohl technisch als auch ästhetisch. Mit einem massiven 102-Megapixel-Sensor, 8 Stufen IBIS, 8 Bildern pro Sekunde und ja, 8K-Video ist sie die vollformatigste Mittelformatkamera auf dem Markt. Das ist unser Review zur GFX 100 Mark II. Und ja, wir weigern uns, sie The Second zu nennen. Diese Kamera ist perfekt, oder zumindest sehr nah dran. Diese Kamera ist so nah und perfekt, dass leider auffällt, dass sie gar nicht perfekt sein kann. Denn obwohl sie die Grenzen des Mittelformats in allen Bereichen sprengt und die Vorteile dieses Formates mit der reinen Performance von Vollformatkameras kombiniert, machte die Physik hier und da leider dann doch noch einen Strich durch die Rechnung. Welche Stellen das sind, finden wir heute heraus. Dass Fuji mit der GFX 100 Mark II alles aus sich herausgeholt hat, merkt man direkt auf den ersten Blick. Das Design ist sehr aufgeräumt, modern, aber dennoch optimal auf den professionellen Einsatz zugeschnitten. Nimmt man die Kamera dann das erste Mal in die Hand, fällt auch direkt die deutlich verbesserte Verarbeitung auf. Die Kamera sieht nicht nur gut aus, sondern fühlt sich auch verdammt gut an. Das liegt zum Teil an der neuen, traditionell japanisch inspirierten Textur. Eine gute und große Auswahl an personalisierbaren Knöpfen macht jeden Workflow schnell, aber vor allem auch blind bedienbar. Und das große, leicht abgeschrägte E-Ink-Schulterdisplay zeigt uns die wichtigsten Einstellungen immer an, selbst wenn die Kamera aus ist. Ob das schräge Design wirklich so einen großen Mehrwert im Nutzverhalten bringt, who knows, aber es sieht verdammt gut aus. Auf der Rückseite der Kamera haben wir dann das große 2,3 Zoll Display, das mit 2,36 Millionen Bildpunkten auch eine gute Auflösung bietet. Der Klappmechanismus ist, wie wir ihn von Fuji kennen und lieben. Es klappt in drei Richtungen ab und bietet sogar noch genug Platz für den externen Lüfter. Aber dazu kommen wir gleich noch. Gepowert wird das Ganze von dem gleichen Akku, den wir auch bei den neuen X-T und X-H Kameras haben. Was an der Stelle aber interessant ist, Fujifilm hat hier den integrierten Batteriegriff des Vorgängers gestrichen. Was wir ehrlich gesagt aber ganz gut finden. Die Kamera ist so viel kompakter und wer einen vertikalen Griff nutzen möchte, kann das ja durch den optionalen Griff immer noch tun. Auch bei den Ports hat sich was getan, denn neben dem USB-C und dem Full-Size HDMI-Port haben wir nun auch einen RJ45 LAN-Anschluss, den wir bei dem Vorgänger vermisst haben. Egal ob es Tethering über Netzwerk oder die neue Camera-to-Cloud-Funktion ist, mehr dazu gleich. Der Port ist für die Profis auf jeden Fall extrem wichtig. In Sachen Speichermedium setzt die neue GFX auf einen CF Express Typ B und einen UAS 2 SD-Kartenslot. Der Movie-Still-Schalter ermöglicht ein geteiltes Menü und den schnellen Wechsel zwischen Foto und Video. Warum das bei dieser Kamera so wichtig ist, klären wir aber gleich noch. Also uns gefällt das Design sehr. Wie sieht es da bei dir aus? Zeig es uns doch am besten einfach mal, indem du dem Video einen Like gibst. Und vergiss nicht, wenn du schon unten bist, kannst du unserem Kanal auch kostenlos ein Abo spendieren. Mit stolzen 9,4 Millionen Bildpunkten, 120 FPS Bildwiederholrate und einer einfachen Vergrößerung ist auch der neue EWF ein absoluter Spitzenreiter. Es macht einfach Spaß, mit einer hochauflösenden Kamera zu fotografieren und das Bild schon bei der Arbeit sauber beurteilen zu können. Der Sucher ist übrigens auch bei der Mark II wieder abnehmbar und auch mit dem altbekannten Winkeladapter der GFX 100 kompatibel. Wer also einen tiltbaren Sucher braucht, wird auch hier nicht eingeschränkt. Was uns an dem Mechanismus allerdings aufgefallen ist, der Sucher hat durch diese Funktion leider minimal Spiel. Es ist nicht stark, aber bemerkbar. Ach ja, was wir uns an der Stelle noch wünschen würden. Unter diesem abnehmbaren Sucher ist ja ein Blitzschuh mit Kontakten. Und da gäbe es einiges an wünschenswerten Zubehör, gerade im Videobereich. Also Fuji, vielleicht könnte man da ja noch beispielsweise einen Griff mit XLR-Interface entwickeln. Die GFX kommt mit einem 102 Megapixel Mittelformat-Sensor. Und wem das jetzt verdächtig bekannt vorkommt? Nein, das ist nicht der gleiche Sensor, den wir schon bei der Mark I hatten. Trotz derselben Auflösung kommt hier ein neuer Sensor der zweiten Generation zum Einsatz. Fujis handlicher Name für das gute Stück ist GFX 102 Megapixel CMOS 2 HS, wobei das HS hier auf die schnelle Datenauslese anspielt, die wohl den größten Unterschied zum Vorgänger darstellt. Aber auch die Bildqualität hat sich verbessert. Die 16-Bit Farbtief in Kombination mit dem um knapp 30% verbesserten Dynamikumfang kann sich wirklich sehen lassen. In diesem Bild sieht man den großen Dynamikumfang, die weichen Schatten und die satten Farben. Trotz dieser enorm kontrastreichen Szene haben wir sowohl in den hellen als auch in den dunklen Bereichen
Oberflächen des Bildes noch alle Details und dabei gucken wir uns gerade nur das JPEG direkt aus der Kamera an. Und dann ist da noch die neue Filmsimulation. Reala Ace heißt das Ganze und ist dem sehr beliebten Fujicolor Reala oder auch Reala Ace, wie er in manchen Regionen genannt wurde, nachempfunden. Reala Ace kommt als relativ reine Filmsimulation, die dem eigentlichen Fuji-Standard Provia Konkurrenz macht. Im Vergleich zu Provia sind die Schatten etwas heller, die Lichter markanter, Blautöne etwas dunkler und die Grüntöne etwas wärmer. Alles in allem freuen wir uns über den Neuzugang und über die insgesamt 20 verschiedenen Looks, die auf der GFX 100 Mark II nun wählbar sind. Wenn wir bei der Kamera von Vollformat-Performance sprechen, dann geht es in erster Linie um die Auslesegeschwindigkeit des Sensors in Verbindung mit der Verarbeitungsgeschwindigkeit durch den Prozessor. Das ist im Wesentlichen für drei Anwendungsfälle wichtig. Zum einen kann die Kamera nun bis zu 8 Bilder pro Sekunde in voller Auflösung fotografieren, was an sich schon extrem beeindruckend ist. Ich meine, es ist noch gar nicht so lange her, da war eine Mittelformatkamera noch an ein Stativ gebunden und die Verarbeitung von solch hohen Auflösungen dauerte extrem lange. Jetzt können wir mit 8 Bildern pro Sekunde mal ebenso aus der Hand Serienbildaufnahmen machen. Das gibt mir schon fast die enorme Flexibilität von Vollformatkameras. Da kommen hochauflösende Flaggschiff-Modelle meist auf um die 10 Bilder pro Sekunde, also gar nicht so viel mehr. Wenn wir uns dieses Beispiel anschauen, können wir aber eigentlich auch direkt schon zum zweiten wichtigen Aspekt kommen und auch der hat direkt mit der schnellen Datenverarbeitung zu tun. Denn diese 8 Bilder pro Sekunde können wir mit voller Autofokus-Nachführung und Belichtungsoptimierung fotografieren und obwohl der Autofokus der GFX 100S auch schon ganz gut war, hat Fuji hier nochmal gut nachgelegt. Das Autofokus-System kennen wir bereits aus den aktuellen Kameras des X-Systems und obwohl es mittelformatbedingt etwas träger ist, als wir es beispielsweise von der XH2 S-Kennen, macht es die GFX 100 Mark II tatsächlich auch im Vergleich zu Vollformatkameras konkurrenzfähig. Der Autofokus ist präzise und schnell genug, um die 8 Bilder pro Sekunde ohne großen Ausschuss zu nutzen. Endlich haben wir auch im GFX-System eine saubere Motiverkennung von Menschen, Tieren und Fahrzeugen. Erkannt werden die Motive übrigens durch die 425 Autofokuspunkte und durch die personalisierbaren Autofokuszonen und die verschiedenen Settings für Autofokusgeschwindigkeit und Empfindlichkeit ist nun auch der GFX Autofokus enorm flexibel einsetzbar. Letztlich darf man aber nicht vergessen, dass Mittelformatobjektive, und zu den neuen kommen wir gleich, immer noch viel großes und schweres Glas enthalten. Der Autofokus muss also gut arbeiten, um die Linsen zu bewegen. Und das merkt man dann doch. Sowohl in Sachen Geschwindigkeit als auch Akustik. Das führt uns dann auch direkt zu der dritten großen Verbesserung in Sachen Geschwindigkeit, die Videofähigkeiten. Denn das größte Problem, weshalb Mittelformatkameras für den Videoeinsatz in der Vergangenheit eher selten genutzt wurden, ist der Rolling Shutter Effekt. Kurz gesagt führt eine langsame Auslese der Bildinformationen zu Verzerrungen innerhalb des Bildes. Was im Fotobereich nur bei extrem schnellen Motiven, wie beispielsweise einem Golfschläger auffällt, ist bei Bewegtbild ein deutlich größeres Problem, denn naja, das Bild bewegt sich. Es kommt also nicht mehr nur auf die Bewegung des Motivs an, sondern halt auch auf die Bewegung der Kamera selbst. Fuji hat es bei der neuen GFX 100 Mark II geschafft, den Rolling Shutter auf 15 Millisekunden zu reduzieren. Jetzt sind diese 15 Millisekunden aber nur die halbe Wahrheit, denn diese Geschwindigkeit bezieht sich auf alle Videoformate bis zu 4K60p. Bei allen höheren Aufnahmeformaten scheint die Prozessorleistung nicht mehr ausreichend, denn bereits bei 5,8K sehen wir eine deutliche Verschlechterung des Rolling Shutter Effekts. Aber versteht uns nicht falsch, das ist kein Fakt, der die Kamera ins schlechte Licht rücken soll. Denn wie gesagt hat die GFX 100 Mark II das Problem, dass sie so nah an der Leistung von Vollformatkameras ist, dass sie auch eben mit diesen verglichen wird. Also die relevante Info in Bezug auf den Rolling Shutter ist nicht, dass dieser in hohen Auflösungen so sichtbar ist, sondern eben, dass er bei bis zu 4K nicht sichtbar ist. Denn es ist sehr beeindruckend, diesen doch riesigen Sensor so schnell auslesen zu können, dass wir ganz bequem 4K60p im Mittelformat filmen können. Mit Mittelformatfilm, da fängt es doch direkt noch eine wichtige Neuerung der GFX ein. Das neue IBIS-System. Denn glaubt es oder nicht, aber die GFX 100 Mark II hat einen IBIS, der bis zu 8 Belichtungsstufen korrigieren kann. Und das ist ganz schön verrückt. Wer schon mal einen Mittelformatsensor gesehen hat, weiß, wie groß die Dinger sind. Im Falle der GFX hat der Sensor Abmessungen von 43,8 x 32,9 mm, also ein wirklich großes Ding. Und der soll in 5 Achsen so weit im Gehäuse hin und her bewegt werden, dass er 8 Belichtungsstufen korrigieren kann? Yep. Und das macht er auch ganz schön gut. Hier seht ihr mal ein paar Aufnahmen, die mit der GFX 102 und dem 55mm f1.7 aus der Hand gefilmt wurden. Ziemlich beeindruckend, oder?
Ausnahmsweise ist der Bildstabi aber nicht nur im Videobereich spannend, denn wir sprechen hier ja von einer Mittelformatkamera mit 100 Megapixel Auflösung. Vorbei sind die Zeiten, in denen man mit einer Mittelformatkamera aus der Hand fotografiert hat und auf den ersten Blick ein scharfes, auf den zweiten Blick aber ein minimal verwackeltes Bild hatte. Mit dem neuen IBIS sind Aufnahmen mit wirklich niedrigen Belichtungszeiten möglich. Und mit niedrig meinen wir wirklich niedrig. Schau euch einmal dieses Bild an. Das ist aus der Hand mit einer 1/5 Sekunde Belichtungszeit fotografiert und wenn wir da mal reinzoomen, dann sieht man keine Mikroverwacklungen. Gut, zugegebenermaßen ist das Bild auch mit dem elektronischen Verschluss entstanden. Es gab also keine großen Erschütterungen durch den mechanischen Verschluss. Aber selbst im mechanischen Shutter kann man auch mal hier und da auf bis zu 1/10 Sekunde heruntergehen. Ach ja, natürlich bietet uns der IBIS auch weiterhin die Möglichkeit, höhere Auflösungen mittels Pixel Shift zu fotografieren. Durch Verschiebung des Sensors zwischen den einzelnen Aufnahmen sind hier ganze 400 Megapixel möglich und damit ist die GFX 102 die perfekte Kamera für Repros oder Digitalisierungen. Das Verrechnen geschieht allerdings weiterhin nicht in der Kamera, dafür braucht es die Fuji Pixel Shift Combiner App, den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Aber viel Auflösung ist ja nicht nur für Fotografen interessant und wie gesagt schafft die neue GFX im Videomodus bis zu 8K. Jetzt das Thema Auflösung und Formate etwas kompliziert, denn davon haben wir viele. Im Menü der Kamera kann man zwischen 4 verschiedenen Formaten wählen, die dann wiederum verschiedene Auflösungen und Seitenverhältnisse unterstützen. Zum einen gibt es das Großformat, welches den größten Bildkreis aufzeichnet und das entweder in 4K, 5,8K Cine oder auch in 8K. Wobei man bei 4K oder 8K nochmal zwischen 17:9 und 16:9 Seitenverhältnis wählen kann. Etwas kleiner ist dann das Primista-Format, was für die gleichnamige Cinema-Objektivreihe von Fuji optimiert ist. Da wird dann nicht mal die ganze Breite des Sensors genutzt, wobei auch hier der Bildkreis noch recht groß ist. Danach können wir dann noch auf 35mm, also Vollformat, und Vollformat für anamorphe Linsen wechseln, um einfach noch mehr Flexibilität zu haben und gerade die vielen anamorphen Modi sind für professionelle Filmemacher echt nützlich. Wer gut aufgepasst hat, hat vermutlich den recht starken Crop zwischen 4K und 8K gesehen. Hier seht ihr mal, wie sich dieser Crop-Faktor auf das Bild auswirkt. Aber was die Kamera erst zu einem echten Filmemacher-Werkzeug macht, sind die vielen Software-Features, die speziell für Profis integriert sind. Neben USB-C SSD-Recording und der kamerainternen Entzerrung von anamorphen Aufnahmen sind auch viele kleine, aber wichtige Features mit an Bord. Waveform und Vectorscope-Anzeigen helfen die richtige Belichtung und die Focus-Map die richtige Schärfe zu treffen. Durch das Camera-to-Cloud-Feature können Aufnahmen in verschiedenen Formaten direkt an einen Frame.io-Account gesendet werden, um beispielsweise dem Kunden auf der anderen Seite der Welt direkt eine Vorschau der gefilmten Inhalte geben zu können. Über den HDMI-Anschluss können wir mit kompatiblen Recordern bis zu 8K30p in 12-Bit Apple ProRes RAW oder auch Blackmagic RAW aufzeichnen. Mit F-Log 2 hat man die Möglichkeit, den maximalen Dynamikumfang aus seinem Bild herauszuholen. Und um das alles gleichzeitig auch noch auf niedriger Temperatur zu halten, ist auch der externe Lüfter der XH2-Serie kompatibel. Bei letzterem waren wir etwas verwirrt, denn das Display schwingt ja gar nicht zur Seite raus, um Platz für den Lüfter zu machen. Aber hey, es sieht zwar etwas unnötig aus, aber es funktioniert. Und wenn die Kamera eh in einen Rig steckt, ist auch egal, dass das Display so merkwürdig abgeklappt ist. Für alle Nerds da draußen. Wir haben ja noch so viel Spannendes zu erzählen, aber das würde einfach den Rahmen sprengen. Wer sich also für die vielen weiteren technischen Aspekte, wie beispielsweise internes 422 10-Bit Farbsampling, Base ISO 80 im Fotobereich, Dual Gain ISO, Atomos AirGlue, Bluetooth Wireless Timecode und vieles mehr interessiert, dem empfehlen wir eine lange vertraute Zweisamkeit mit dem Datenblatt. Wir müssen hier langsam mal weitermachen. Es gibt ja noch mehr Spannendes als nur die Kamera. Neben der neuen GFX 100 Mark II hat Fuji noch 3 neue Objektive vorgestellt und die sind nicht weniger beeindruckend. Jedes aus ganz eigenen Gründen. Fangen wir mal mit dem neuen GF 55mm Blende 1.7 WR an, von dem ihr ja in diesem Video auch schon einige Foto- und Videoaufnahmen gesehen habt. Das neue 55mm ist ein absolutes Biest von Objektiv. Es ist vergleichsweise kompakt, offenblendig und unfassbar, ja wirklich unfassbar scharf. Die Brennweite von umgerechnet knapp 44mm bietet ein sehr natürliches Blickfeld und bringt in Kombination mit der offenen Blende eine sehr weiche, aber klare Freistellung. Das Bokeh ist einfach, naja, rund und die Schärfe fällt sehr gleichmäßig ab. Dieses Objektiv eignet sich nicht nur extrem gut für Porträt- und Lifestyle-Fotografie, sondern ist eigentlich für jeden GFX-Nutzer ein absolutes Muss im Equipment-Koffer. Neben den neuen 55mm gibt es dann noch 2 weitere Objektive und die haben
haben es auch ganz schön in sich. Die anderen beiden Objektive sind das GF 30mm Blende 5.6 Tilt-Shift und das 110mm Makro Tilt-Shift, ebenfalls Blende 5.6. Und ja, ihr habt richtig gehört, Fuji bringt endlich Tilt-Shift-Objektive für ihr Mittelformatsystem und wir sind happy. Viele unterschätzen die weitreichenden Anwendungsfälle eines Tilt-Shift-Objektivs. Für diejenigen unter euch, die sich noch nicht so viel mit dem Thema Tilt-Shift auseinandergesetzt haben, hier mal eine kurze Erklärung. Ein Tilt-Shift-Objektiv ist in der Lage, zwei von der Sensorebene losgelöste grundlegende Bewegungen auszuführen. Diese Funktionen ermöglichen es, die Perspektive und Schärfentiefe in einer einzigartigen Weise zu kontrollieren. Also wofür genau sind diese Objektive so wichtig und nützlich? Naja, die Shift-Funktion ermöglicht es uns, stürzende Linien direkt optisch zu korrigieren. Das ist zum einen für Architekturfotografen sehr wichtig, damit beispielsweise Gebäude, die vom Boden aus fotografiert werden, trotzdem einigermaßen gerade abgebildet werden können. Aber diese stürzenden Linien korrigieren zu können, hat auch in anderen Bereichen seine Vorteile. Auch im Bereich der Produktfotografie ist diese optische Korrektur oft sehr hilfreich. Beispielsweise können so stark reflektierende Oberflächen gerade fotografiert werden, ohne dass die Kamera sich im Motiv spiegelt, da die Kamera nicht exakt gerade zu einem Objekt stehen muss. Die zweite wichtige Funktion, die Tilt-Funktion, bietet die Möglichkeit, die Schärfenebene zu verschieben. Normalerweise verläuft die Schärfeebene parallel zur Sensorebene. Durch die Tilt-Funktion kann die Schärfeebene allerdings verschoben werden und beispielsweise schräg verlaufen, da die optische Achse geknickt wird. In diesem Beispiel seht ihr ein Setup, in dem genau das zum Einsatz kam. Als dritte Funktion können wir das Objektiv noch rotieren. Kombiniert man also alle drei Bewegungen, sind die Möglichkeiten fast grenzenlos. Bislang gab es diesen wertvollen Objektivtyp einfach nicht für das GFX-System. Schuld daran ist auch hier der große Sensor. Denn um diese ganzen Bewegungen durchführen zu können, muss ein Objektiv einfach einen größeren Bildkreis abbilden als nur den Sensor. Fujifilm hat es aber jetzt geschafft, diese verhältnismäßig kompakten Objektive zu bauen, ohne dabei Kompromisse in Sachen optische Leistung zu machen. Auch diese Objektive sind einfach verdammt scharf. Wenn ihr mal ein ausführliches Video oder einen Live-Workshop zum Thema Tilt-Shift-Objektive sehen wollt, schreibt es uns gerne einmal unten in die Kommentare. Nach all dem, was wir jetzt über die Kamera wissen, lasst uns mal über den Preis sprechen und ein Fazit ziehen. Denn mit 7.999 € UVP ist die Kamera zwar bei weitem kein finanzielles Leichtgewicht, aber für eine Mittelformatkamera diesen Kalibers absolut fair bepreist. Wo der technisch deutlich unterlegene Vorgänger UVP noch stolze 3.000 € mehr gekostet hat, bekommen wir jetzt ein Mittelformat-Flaggschiff fast schon zum Vollformatpreis. Die mehr oder weniger einzige Konkurrenz mit Mittelformatsensor ist die Hasselblad X2D100C, die ebenfalls einen 100-Megapixel-Sensor bietet, allerdings mit geringerer Leistung, gerade im Videobereich, und die ist sogar nochmal ein gutes Stück teurer. Alles in allem ist die neue GFX eine technisch absolut beeindruckende Kamera, die in gewissermaßen auch einzigartig auf dem Markt ist, was man ihr preislich aber nicht unbedingt anmerkt. Alle Punkte, die die Kamera vom Perfektsein abhalten, also der Rolling Shutter Effekt, die fehlenden letzten Prozent in Sachen Outfokusgeschwindigkeit, die Größe und das Gewicht des Systems, all das ist halt leider aktuell nicht zu erreichen und die arme Kamera kann nichts dafür. Und das sind nun mal die Punkte, in denen Vollformatkameras noch minimal die Nase vorne haben. Aber jetzt mal zur wichtigsten Frage. Solltest du dir jetzt eine GFX 100 Mark II bestellen? Also wenn es nach uns ginge, auf jeden Fall. Aber um die Frage mal ernsthaft zu beantworten, wie immer kommt es darauf an. Die neue GFX ist eine Kamera für absolut professionelle Einsätze, also kommerzielle Arbeiten, die für große Werbeflächen oder Magazine geschossen werden, Reproduktion oder Digitalisierungen von Kunstwerken oder den Einsatz im Großformat-Video. Gleichzeitig kann sie aber jetzt auch für professionelle Hochzeits-, Mode- oder auch Porträtfotografen interessant sein, die aktuell mit Vollformatkameras arbeiten und bisher vor Mittelformatkameras zurückgeschreckt sind. Es gibt aber weiterhin Limitierungen im Mittelformatsystem, für die es bessere Lösungen auch von Fuji gibt. Für richtig High-Speed-Aufnahmen ist die XH2S immer noch die bessere Kamera mit größerer Objektivauswahl, gerade im Telebereich. Obwohl die GFX 100 Mark II kompakter geworden ist, ist sie trotzdem noch ein echter Brocken. Also für Street, Reise oder Everyday Carry sind andere Kameras immer noch besser geeignet. Auf der anderen Seite ist die GFX für professionelle Filmemacher, die mit Großformat arbeiten wollen, im Vergleich einfach lachhaft günstig. Eine Arri Alexa Mini LF beispielsweise kostet mal eben das
Zehnfache. Aber ist die GFX jetzt auch für dich interessant? Schreib uns gerne mal in die Kommentare, was du von der Kamera hältst und wofür du sie einsetzen würdest. Wie immer gilt, wenn das Video gefallen hat und du an weiteren Reviews oder auch Livestreams interessiert bist, bewerte gerne das Video und abonniere unseren Kanal. Kleiner Tipp, wenn du die Glocke aktivierst, wirst du auch direkt benachrichtigt und verpasst keine neuen Videos mehr. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.